Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, Olaf Scholz was zu sagen. Was würden Sie ihm sagen? Ja, ich würde ihm auf alle Fälle sagen, er soll die Taurus liefern. Der Russe weiß ganz genau, wenn er anfängt, mit irgendwelchen Waffen zu schmeißen, dann geht er auch hops. 2019? Ja. Ein Schulbus in A2 Richtung Recklinghausen, ja. Er hat eine Schule. Da war ein Bus am Brennen. Okay, der Fahrer hat nicht gemerkt, dass der Bus am Brennen war. Ja. Und ich habe diesen Bus angehalten. Und der Fahrer hat das nicht wahrgenommen. Ich habe ein bisschen Druck gemacht, dass die Kinder vom Bus aussteigen müssen. Egal was passiert oder wenn die Polizei mich verhaftet und so. Ich meinte, ich nehme die Kommando, weil er das mir nicht ernst genommen. Kann man Frieden mit Waffen schaffen? Schwierig. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber ich bin dafür, dass man die Ukraine unterstützen muss. Weil sonst geht der Putin immer weiter und es sterben in der Ukraine unschuldige Kinder, Söhne, Töchter, auch auf russischer Seite. Also für mich ist das schwierig. Bist du vergeben? Nein. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Ich bin nicht so der Liebestyp, sage ich so. Okay, und deswegen warum? Keine Ahnung, ich mag's irgendwie nicht. Ich mag sowas irgendwie nicht, nein. Okay. Wie alt bist du denn? Ich werde 17. Du bist 17? Okay, ja. Süß, süß. Was ist denn Ihr traurigstes Erlebnis? Ja, traurigstes Erlebnis ist eigentlich, dass ich eine gute Freundin hatte, die mich am Todestag von meiner Mutter nach 35 Jahren in Stich gelassen hat, aufgrund eines Hinterwandinfarktes und aufgrund von 9 Stents, die ich mittlerweile habe. Oh, das tut mir leid, das ist wirklich hart. Ja. Haben Sie noch mit der Frau Kontakt? Nein, ist kein Kontakt mehr da. Und möchte ich auch nicht mehr. Okay, verstehe ich natürlich, wenn man so sitzen gelassen wird. Ja, also wie gesagt, es war der Todestag, es war ihr Geburtstag und sie hat mich dann einfach hängen lassen. Das ist natürlich nicht schön. Das tut mir auf jeden Fall leid. Würdest du denn fremdgehen verzeihen? Nein. Aus welchem Grund nicht? Also ich weiß nicht, wenn man eigentlich fremd geht, dann macht man ja das Vertrauen von der gegenüberliegenden Person kaputt. Deswegen entsteht da eigentlich gar nichts mehr, finde ich. Also stehst du eher auf die alten Werte wie Loyalität, Vertrauen, Respekt, sowas halt dann, ne? Ja. Kennst du Wunderzahnstocher? Boah, ich bin ehrlich, nein, noch nie gehört. Das sind Zahnstocher mit Geschmack. Willst du mal einen probieren? Ja, nochmal, komm. Ja, hier, Bruder, mach mal einen auf. Auf hübsch. Wie gehen die auf? Warte. Hallo. Ah, jetzt haben wir. Ja, Junge. Ja, ich bin schlau. Das gibst du zurück. Guck mal, wir geben ehrliche Meinung. Let's go. Hast du einen Pfirsichgeschmack? So leicht Eistee. Guck mal, es gibt Leute, die auf TikTok so sagen, ja, schmeckt krass und so. Ich bin ehrlich, das schmeckt echt gut. Könnte man so bei Texte schreiben machen, wenn man so Referate üben muss oder so. Und da habe ich alle der Liga gesprochen, die Schule, alle raus. Und hat den kompletten Bus verbrannt. Ich bin Elektriker gelernt, ne? Und mir war so folgendes, wo ich gesehen habe, dass dieses Feuer in Motorraube war, konnte ich sehen. Du kennst doch die Motorraube, immer von LKW hinten. Da gab es schon Feuer am Drehen mit dem Luft, ja, mit dem Wind. Ja. Habe ich sofort gemerkt, die sind in Gefahr. Und die Sicherheit wäre, also das Problem wäre, wenn die Platte, die Sicherung, wenn diese Platte gebrannt hätte, hätte der Fahrer nicht mehr die Tür elektrisch aufmachen können. Ah, und dann bist du da hingegangen wie so ein Superman und hast sie gerettet. Das muss ich sagen. Nee, also nicht als Superman, sondern habe ich nur an Eltern gedacht, die zu Hause sind und an Kinder denken. Also du bist auf die Arbeit und du denkst, ich stelle dir vor, mein Sohn ist in Urlaub in der Schule und dann ruft einer an, dein Sohn oder dein Tochter ist gestorben bei der Reisebus. Wie stellst du dir vor? Ah, krass. Also ich als Vater habe ich die Kommando übernommen. Sehr stark. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache, was jeder Eltern für seine Kinder machen muss. Da weißt du ja. Bei uns ist so, die Eltern, wenn du... Mal ist heilig, natürlich. Ja. Verstehe. Wie weit würden Sie das unterstützen? Ich würde auch den Taurus liefern. Weil ich meine, wir sind sowieso mittlerweile mittendrin. Nur dem Putin müssen irgendwo auch mal Grenzen gesetzt werden. Ja, klar, auf jeden Fall. Weil so, wie gesagt, das, was er macht, wenn man da sieht, dass da Kinder sterben, unschuldige alte Frauen, dass da Kinderheime bombardiert werden, sorry, also das geht gar nicht. Ja. Das geht überhaupt nicht. Hast du Freunde, die vom Amt leben? Ja. Und, wie geht's denen? Vorher gut. Aber das ist für dich nichts, ne? Nein.
Vergeben wir das Single? Ich? Ja. Ah, für so ein kleiner Player, ha? Was würden Sie, wenn Sie jetzt, Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, Olaf Scholz was zu sagen, was würden Sie ihm sagen? Ja, ich würde ihm auf alle Fälle sagen, er soll die Taurus liefern, weil man kann nicht nur immer einknicken, nur weil Putin da irgendwelche mit irgendwelchen Waffen droht. Das ist für mich ein No-Go. Ja, man muss dann auch einfach mal Stärke zeigen. Ja, und Stärke hat nicht nur was zu tun, dass ich immer nur einkusche, sondern Stärke hat eben auch was damit zu tun, dass man sich dagegen wehrt. Und dass man sich nicht durch solche Sachen beeinflussen lässt. Ja? Der Russe weiß ganz genau, wenn er anfängt, mit irgendwelchen Waffen zu schmeißen, dann geht er auch hops. Und von daher gehe ich davon aus, dass er das grundsätzlich nicht machen wird. Mhm. Ja? Ich danke Ihnen. Und wenn es so kommt, ja, mein Gott, dann ist es eben halt so. Ja. Da muss man es hinnehmen. Aber man kann nicht nur immer kuschen. Ja, das stimmt. Okay, wie viel bekommen Sie Rente, wenn ich fragen darf? Rente knapp 1.000 Euro. Wow, das ist aber wenig, ja, das ist aber traurig. Ja, es ist eine Vorstufe. Also es ist eine Erwerbsunfähigkeitsrente und die Erwerbsunfähigkeitsrente sind ja nur 56% oder 57%, was man normalerweise bekommt. Also ich kann in München nur überleben, dadurch, dass ich Unterstützung habe von Freunden und ich verdiene mir über eine App ein bisschen Geld dazu. Also ich muss mir jeden Monat 200 Euro dazu verdienen, ansonsten würde ich nicht zurechtkommen. Wow, ist das denn gerechtfertigt? Nein, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber ich muss es so hinnehmen und ich versuche das Beste daraus zu machen.